Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Lawlovers, herzlich willkommen zur dritten Folge und leider schon wieder letzten Folge unseres heutigen MOOCs zum Thema Harry Potter. Es freut mich sehr, dass der Michael Lanzinger wieder bei mir ist und wir uns heute über dein Spezialgebiet unterhalten, das, was du hauptberuflich machst. Liechtensteinische Privatstiftungen. Das auch? Okay. Ja. Du meinst das Strafrecht natürlich. Strafrecht wäre prioritär, aber wir können uns aber liechtensteinische Privatstiftungen nichts mehr unterhalten. Gib mir einen Moment, ja. Dann lese ich mich von Grund auf ein. Wunderbar. Also wir wollen uns heute über die Strafprozessordnung unterhalten und insbesondere haben wir uns da überlegt, ein paar Themen aus dem Harry Potter-Universum, wo man sie, wenn man das so als Kind liest, das ist ja voll arg, ja. Und wenn man das als Jurist liest, das geht überhaupt nicht. Also, das ist ja voll arg. Ja. Ja. Und konkret haben wir daran gedacht, an Harry Potter und den Feuerkelch. Da ist der Harry beim Dumbledore im Büro. Da geht er in sein Denkarium und reist da halt in den Gedanken oder in den Gedanken von Dumbledore. Ah, das ist das Waschbecken, wo die Erinnerungen von. Vielleicht wascht er sich ja, aber auf jeden Fall fällt einem was ein. Ich darf mich an dieser Stelle beim Publikum entschuldigen. Es ist natürlich das Denkarium und kein Waschbecken. Entschuldigung. Und unter anderem bekommt er da einen Strafprozess mit, wo ein gewisser Richter, der Barty Crouch Senior, vorsitzender Richter in einem, wenn wir das jetzt ein bisschen vergleichen, vielleicht mit der österreichischen Rechtsordnung, sagen wir mal, ist ein Geschworenenprozess. Vielleicht erzählst du dann noch ein bisschen, was so ein Prozess gibt. Also eigentlich. Geschworenenprozess ist, ja. Ja. Sitzt, und da sitzt dann auch der Beschuldigte, der heißt Barty Crouch Junior. Seltsame Namensgleichheit. Zufälle gibt's. Das sind Vater und Sohn. Oh. Und der verurteilt ihn dann zu lebenslangen Azkaban. Und da wissen wir, das ist jetzt nicht so das prickelnde Gefängnis. Darüber können wir uns auch noch mal unterhalten. Aber konkret, wie ist es, wenn der Vater den Sohn so jetzt gerichtlich verurteilt? Ist auf jeden Fall ein Problem, weil wir haben das Thema, dass das Gericht ja an sich möglichst neutral entscheiden soll, also nach dem Gesetz das anwenden soll und eben gewissen Dingen, gewissen Nahebeziehungen oder sonstigen Emotionen, die sich natürlich nicht ganz vermeiden lassen, aber trotzdem kein Gehör schenken soll. Das ist übrigens auch, was man die Geschworenen und die Schöffen sagt, der Stimme dazu oder der Abneigung kein Gehör zu schenken. Da gibt es eine eigene Schwurformel, die dann eingeschworen werden müssen, aber dazu dann gleich. Und in Wirklichkeit ist es so, wenn ich ein Familienmitglied habe, dann muss ich mich als Richter eigentlich für befangen erklären. Also muss ich sagen, ich habe eine Nahbeziehung, die ist problematisch. Ich kann quasi nicht unvoreingenommen urteilen. Das steht in der Strafprozessordnung. StPO ist ein weiteres dieser Zauberbücher gewissermaßen. Und da muss ich mich für befangen erklären. Das bedeutet, dieser Prozess wäre, wie wir im österreichischen Recht sagen, schon nichtig, weil eine wesentliche Verfahrensvorschrift verletzt wurde. Also der Barty Crouch Senior hätte den Barty Crouch Junior eigentlich gar nicht verurteilen dürfen. Er hätte nicht einmal der vorsitzende Richter sein dürfen. Ganz klare Sache, muss ich sagen. Also wenn ich der Anwalt gewesen wäre von Barty Crouch Junior, den hätte man da schon rausgebracht, sagt man ganz ehrlich. Jetzt nicht endgültig, weil schuld war er vielleicht doch gewesen, aber zumindest dieses Verfahren wäre für nichtig erklärt worden und hätte dann bei uns zum Beispiel der oberste Gerichtshof gesagt, okay, Nichtigkeit ist da, bitte nochmal zurück an den Staat, den gesamten Strafprozess, die Hauptverhandlung nochmal wiederholen mit einem anderen Richter, in dem Fall Vorsitzenden, beziehungsweise anderen Richtern, insoweit die auch befangen sind. Also weil er formeller Mangel vorgelegen hat. Ganz genau, ja. Okay. Jetzt hast du noch zwei weitere Begriffe verwendet, also Geschworene und Schöffen. Was ist das? Wie wird man das? Es ist so, dass in Österreich gibt es verschiedene Gerichtsformen, die sich nach der Schwere der Delikte richten. Es gibt die Bezirksgerichte, da entscheidet ein Richter. Dann gibt es das Landesgericht, da entscheidet auch ein einzelner Richter. Aber es gibt das Landesgericht auch als sogenanntes Kollegialgericht. Das bedeutet, dass dort Schöffen und, nicht uns, sondern oder Geschworene entscheiden. Je nachdem, also es gibt sozusagen die nächstschwerere über einen Einzelrichter im Landesgericht sind die Schöffenverfahren und dann gibt es die geschworenen Verfahren für die ganz
schlimmen Verbrechen, also wir reden da um Mord oder politische Delikte, beispielsweise Wiederbetätigung, wo der Gesetzgeber sagt, der Staat Österreich sagt, es ist sehr wichtig, dass hier nicht nur Richter entscheiden, also Berufsrichter, sondern auch sogenannte Laienrichter. Da werden Personen, also Staatsbürger, zufällig ausgewählt, wobei es für gewisse Personen Ausnahmen gibt, nämlich für Personen, die zum Beispiel Jus studiert haben, also für uns beide, wir sind so ein zauberkundig gewissermaßen und da würde man sagen, man nimmt das Geschworene oder Schöffen nur Muggel. Also keine Zauberkundigen, sondern Personen, die eben bewusst Laienrichter sind, weil die einen anderen Blickwinkel haben. Und das wirkt sich auf die Verfahrensführung wesentlich aus, nämlich auch, wie die Urteile zustande kommen. Was ja, soweit ich mich erinnern kann, beim Prozess von Patrick Rauch auch etwas spannend war. Aber ich glaube, du hast den Film sicher öfter gesehen als wie und das Buch sicher gelesen, natürlich. Öfter als wie. Was ist damals passiert? Ja, also da war die Thematik dann auch noch. Man kommt dann zum Ende des Prozesses so quasi. Das Verfahren wird geschlossen und dann fragt der Patrick Rauch Senior so in die Runde, da sitzen die Geschworenen und die anderen Richter, schuldig oder nicht schuldig und sagt's bitte auf. Ich sehe den Schmerz in deinen Augen, genau, ehrlich gesagt. Genau. Also man muss leider sagen, der Patrick Rauch Senior würde es bei uns als Richter nicht allzu weit bringen, weil nicht nur hat er sich nicht für befangen erklärt, sondern er fordert auch eine offene Abstimmung, wo eine offene Abstimmung nicht möglich ist. Wir gehen jetzt einmal davon aus, es geht ja irgendwie um mehrfachen Mord, soweit ich weiß, ist bei uns klassisch ein Geschworenenverfahren. Geschworenenverfahren bedeutet, wir haben drei Berufsrichter, also einen Vorsitzenden, zwei Beisitzer und 8 Geschworene und ganz wichtig, diese 8 Geschworenen entscheiden alleine über Schuld und Unschuld. Das bedeutet, es werden ihnen sogenannte Fragen gestellt und die müssen dann abgesondert, das ist so, kennt man vielleicht ein bisschen aus dem Fernsehen mit den Juries in Amerika, wobei das bei uns meistens nicht so lange dauert, dass die dann ins Hotel müssen oder so, aber die sind wirklich in einem eigenen Raum und dort abgeschlossen von der Öffentlichkeit beraten die und stimmen dann intern ab und verkünden diese Stimmenanzahl auch. Also du kannst dann sein 0-8 oder 3-5, 2-6, ganz wichtig. Bei Gleichstand, also bei 4-4, gilt das für den Angeklagten günstigere Ergebnis. Also wenn man da zum Beispiel sage Mord oder Totschlag, bei 4-4 wäre es nicht Mord, sondern Totschlag. Totschlag ist sozusagen die mildere Variante von Mord. Es würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber trotzdem. Aber das bedeutet so öffentlich mit aufzeigen in der Runde geht gar nicht. Weil nur die Geschworenen, also auch nicht die Berufsrichter, sondern nur die Geschworenen über Schuld und Unschuld entscheiden, über die Strafe an sich auf Basis dieses Schuldspruches wird dann gemeinsam entschieden, also Geschworene mit Richter. Aber wie gesagt, also der Patrick Rauch eher problematisch, ist eher eine Frage von Amtshaftung, vielleicht sogar Amtsmissbrauch, wenn er es willentlich gemacht hat. Muss man ganz ehrlich sagen, würde er sich selber unter Umständen strafbar machen. Er ist nicht ganz glücklich über seinen Sohn, also... Ja, und gerade deswegen hätte er sich für befangen erklären müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Weil wir da so reden, denke ich an ein zweites Beispiel aus Harry Potter und der Orden des Phönix. Da ist es so, jetzt haben wir halt schon sehr oft über den Harry Potter gesprochen. Er ist immer Minderjähriger, also nach wie vor Minderjähriger, auch bereits in diesem Teil. Und er begeht da... Das kann ich mich nicht mehr genau erinnern, war praktisch, wenn wir irgendwie den Strafakt hätten, dass wir nachschauen könnten. Das war ziemlich cool. Ja. Aber oh! Ja, es funktioniert ähnlich mit der Eulenpost. Perfekt, wunderbar. Also perfekt. Den Strafakt. Schauen wir es uns einmal an. Ja, magst du vielleicht? Ja. Den ähnlich Harry Potter Strafakt ist eigentlich gar nicht so dick. Nein, war nicht so tragisch offenbar. Ja. Ja, mach einmal auf. Aber schauen wir rein, was da so drinnen ist. Ah ja. Ah, ja. Was also, wird dem Delinquenten vorgeworfen? Also es wird ihm vorgeworfen, er hätte vor einem Muggel in der Öffentlichkeit zu später Abendstunde gezaubert. Das darf man nicht. Als Auszubildender darf man das nicht so weit. So ist es. Also er zaubert da einen Patronus-Zauber vor seinem Neffen, um ihn zu beschützen, weil sie angegriffen worden sind. Ja, von einem Dementor, oder? Genau, von einem Dementor. Also jetzt quasi eigentlich schon Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wenn man sagt, der Dementor ist eigentlich so eine Art Wachtler. So ist es, sind ja die Gefängnisaufsatz. Ja, der ist Beamter, ja. Ist zwar dem Justizapparat zuzurechnen, aber trotzdem ist eigentlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Definitiv. Ja, das ist problematisch. Und
dafür ist er angeklagt worden. Also Widerstand gegen die Staatsgewalt oder wegen öffentlichen Zaubern. Wegen öffentlichen Zaubern. Oder nur mit Glück gehabt, ist definitiv leichter. Ja. Ja. Vom Strafrahmen her sicher. Ja. Ja. Also diesbezüglich ist er angeklagt worden und muss er sich jetzt verantworten von einem voll besetzten Zaubergamott, heißt das so schön. Also für mich klingt das fast wieder nach einem geschworenen Prozess. Mhm. Hat er hoffentlich einen guten Verteidiger. Ja, ist noch, ich habe jetzt erst gesehen, ist noch keiner geladen. Also, das ist interessant. Also weil, wie würdest du das sehen? Ja, ebenfalls wieder höchst problematisch, weil, also wenn das wirklich ein Kollegialgericht ist, dann braucht man an sich einen Verteidiger. Es gibt nur im bezirksgerichtlichen Verfahren keine Verteidigerpflicht und im Verfahren vor dem Landesgericht als Einzelrichtergericht, wenn der Strafrahmen eine gewisse Höhe nicht überschreitet. Und selbst dort, der Harry ist ja in dem Fall noch nicht volljährig, also er fällt unter das JGG, das Jugendgerichtsgesetz, und das ist es noch mehr eingeschränkt. Also als Jugendlicher brauche ich de facto eigentlich immer einen Verteidiger. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn es wirklich so eine Art Geschworenengericht ist oder ein Kollegialgericht, ein Richtersenat, dass da sozusagen kein Verfahrenshelfer, kein Pflichtverteidiger bestellt wird, ist höchst problematisch, würde meines Erachtens auch zur Nichtigkeit dieses Verfahrens führen. Also auch hier muss man leider wieder sagen, das Zaubereiministerium, was das da mit der Zaubereigerichtsbarkeit macht, ist meines Erachtens jedenfalls nicht mit der österreichischen Gerichtsbarkeit vereinbar. Ich meine, das ist ja letztlich britisches Recht, also angloamerikanische Rechtsprechung. Ob das dort vereinbar ist, schwierig. Also bei uns, die unsrigen Zaubereigerichte wären natürlich nach der Strafprozessordnung mit gewissen Erweiterungen, weil sie ja Zauberer sind. Aber angenommen, man würde jetzt ins Straflandesgericht Graz für Hexerei und Zauberei gehen, also dort würde es sowas definitiv nicht geben. Kann man jeden fragen. So also wirklich, kann man jeden fragen. Also, sind wir froh, dass wir da in Österreich sind. Definitiv, Franz. Definitiv. Ja, herzlichen Dank für deine Ausführungen, lieber Michi. Sehr gern. Somit sind wir schon am Ende unseres diesjährigen MUCs angekommen. Es hat uns riesen Spaß gemacht, wieder aufnehmen zu dürfen. Und weil es wirklich viel Spaß gemacht hat, freuen wir uns bereits jetzt auf den sicherlich nächstes Jahr wieder stattfindenden MUC zu einem Thema, das wir uns noch ganz genau überlegen werden. Und jetzt natürlich nicht verraten, aber liebe Lawlovers, sehr geehrte Damen und Herren, wenn ihr vielleicht Vorschläge habt, und sagt, hey, das war schon immer mal MOOC-Material gewesen, dann meldet uns einfach bei uns. Wir sind mittlerweile auf www.lawbusters.at, Website. Wir sind auf Facebook, wir sind jetzt dann auch auf Instagram. Einfach Themenvorschläge machen, wir schauen uns das an und wenn es möglich ist, machen wir natürlich wieder einen MOOC. Bis dahin, viel Spaß beim Zaubern. Ganz genau. Tschüss.